Hallo Leute und willkommen zurück zu Das Testament des Sherlock Holmes. Wir sind auf dem Jahrmarkt, haben in der letzten Folge alle Tierfiguren, sag ich jetzt einfach mal so, gefunden und müssen jetzt dieses Rätsel hier lösen. Ich habe da ziemlich Bock drauf, auch wenn ich meine, mich erinnern zu können, dass es doch ein wenig schwer war. So, mit R kann ich die einzelnen... Die einzelnen Tiere drehen und wenn ich sie so zurücklege, alles klar, dann sind sie tot. Okay, so wähle ich aus, alles okay, so, komplett nochmal zurücksetzen. Und wie genau bekomme ich die Info? Ach so, bei den Tieren, alles klar. Die Gazelle ist tot. Es ist gefährlich, einem Löwen den Rücken zuzuwenden. Alles klar, das bedeutet auf jeden Fall schon mal, dass die Gazelle definitiv nach hinten muss, denn sie ist tot. So, Positionen lassen wir jetzt mal komplett außer Acht. So. Okay. Eine Hyäne wartete darauf, dass ein Hase seinen Bau verlässt. Da nichts geschah, verhungerten am Ende beide. Dies missfiel der Giraffe, da sie die Nachbarin des Hasen war. Gut, bedeutet, Hase ist weg und Hyäne ist weg. Ein Schimpanse war am Rand des Dschungels und bemerkte nichts. Bedeutet schon mal, seine Position ist entweder ganz rechts oder links. Und bemerkte nicht, dass ein Geier ihn mit seinen Fängen packen wollte. Die Giraffe konnte nur zusehen. So, wie bewege ich denn? Ah, okay. So bewege ich Affe und Geier. War am Rand des Dschungels und bemerkte nicht, dass ein Geier ihn mit seinen Fängen packen wollte. Bedeutet, der Affe muss dem Geier den Rücken zukehren und wir könnten jetzt einfach mal austesten, ob es funktioniert, wenn wir den Affen da hinsetzen. Es kann natürlich auch sein, dass er auf die komplett andere Seite muss, aber ich lasse es mal so. So. Die Giraffe konnte nur zusehen, was ja bedeutet, sie muss dahin. Und sie muss auch umgedreht werden, denn sie sieht das Ganze, ja. So, und, Moment, was hatten wir denn noch? Wir hatten doch noch irgendwas mit der Giraffe. Ach da, das missfiel der Giraffe. Da sie die Nachbarin... Nein, Moment. Die Nachbarin des Hasen war. So, also muss die Hyäne hierhin und muss vermutlich gedreht werden, oder? Wartet darauf, dass der Hase sein Bau verlässt. Da nichts geschah, verhungerten am Ende beide. Also entweder so rum oder andersrum. Also sie auf jeden Fall da. Ich weiß jetzt nicht, wo der Hase stehen soll. Nur ein Elefant kann unter Raubtieren weilen und es wagen, dem König der Tiere den Rücken zuzuwenden. Okay, das bedeutet, er könnte... Moment. Er könnte dahin und der könnte dahin. Die Gazelle ist tot. Es ist gefährlich, einem Löwen den Rücken zuzuwenden. Tot. So. Das ist aber noch nicht richtig. Also, die Gazelle ist tot. Gefährlich, einem Löwen den Rücken zuzuwenden. Ja gut, vielleicht ist das Ganze komplett andersrum, ne? Und du lebst ja noch, genau. Der Elefant lebt auch. Und er dreht dem König der Tiere, also dem Löwen, den Rücken zu. Eine Hyäne wartet darauf, dass ein Hase... Moment. Wenn wir den Hasen umdrehen, passiert auch nichts. Da ist er lebendig. So, Giraffe. Die Giraffe konnte nur zusehen. Muss der denn so rum? Die Giraffe konnte nur zusehen, dass ein Geier ihn mit seinen Fängen packen wollte. Naja gut, so guckt er zurück. Er muss ja schon dahin gucken, ne? Er muss ja schon zu dem Affen gucken. So. Aber ist er denn schon tot, der Affe? Das ist jetzt die Frage. Ist der Affe schon tot? Eigentlich ja nicht. War am Rand des Dschungels und bemerkte nicht, dass ein Geier ihn packen wollte. Ich weiß ja... Oh, das ist richtig. Das war's. Kinderleicht. Errungenschaft. Ach, cool. Naturgesetz. Wenn ich jetzt die Errungenschaft bekommen habe, dann heißt das wohl, dass ich das Rätsel beim letzten Mal nicht gepackt habe. Die schwarze Kasse der Wurfbude. Ich frage mich, was mit dem Besitzer passiert ist. Grundlos ist er sicher nicht ohne seine Ersparnisse gegangen.
Okay. So, die Kasse. Bündel Geldscheine, 5 Stück. Ach, ich habe eine Idee. So können wir den Typen anlocken, ne? Indem wir hier überall das Geld platzieren. So, ja. Das dürfte die Wache interessieren. Sehr schön. War hier vorne jetzt schon der Anfangspunkt? Ich weiß es gerade nicht. Aber das müsste er ja rein theoretisch sehen von da hinten, wenn er dann hier rumkommt. So, Geldbündel Nummer 2. Ich weiß aber noch nicht, wo der Holmes ihn hinhaben will. Will der ihn da vorne einsperren? Oh, Moment. Ja, ich glaube, er will ihn hier einsperren, ne? Das ist natürlich optimal, dass hier dann keine Fenster sind, dass das Ganze hier verriegelt ist. So, ein paar Geldscheine habe ich noch. Da liegen jetzt welche, hier liegen welche. Moment, hier hinten ergibt wenig Sinn. Dann wahrscheinlich doch noch vorne. Da liegt jetzt ein Bündel. Okay, hier liegt eins. Ja, das muss ja 100 pro noch hier irgendwo hin, ne? Da. Gut, meine Köder sind ausgelegt. Jetzt muss ich nur noch warten, bis der Kerl hierher kommt. Holmes, du bist so ein Genie. Und jetzt will er sich bestimmt die Betäubungsspritze da schnappen, oder? Oder einfach die Tür verriegeln. Geht natürlich auch. Hihi. Ich muss ihn ruhig stellen und zwar schnell. Ach so. Ich muss... Moment, was haben wir denn noch so? Flasche mit Äther. Ja gut, aber die allein? Ach so. Ach so, er hat das einfach nur reingeworfen. Okay. So, der schnarcht da jetzt. Alles klar. Okay. Perfekt. Dank des Äthers wird dieser Schreihals eine ganze Weile schlafen. Okay, perfekt. Gut. Ich dachte, vielleicht kommen wir noch rein, können irgendwie seine Taschen noch plündern. Aber gut. Jetzt kommen wir erstmal hier vorne weiter. Und sehen endlich den Rest vom Fest. Nein, den Rest vom Jahrmarkt. Wir können uns hier noch ein bisschen umschauen. Da ist er drin, der Gute. So, gibt es denn hier überhaupt noch was Interessantes? Was ist das? Gar nichts. Okay. Hier ist auch nichts. Ich kann mich daran erinnern... Genau. Ich kann mich daran erinnern... dass man in irgendeinem Zelt, ich glaube, das ist das da vorne, irgendwie noch mehrere Rätsel oder so lösen muss. Mehrere auf einmal? Wir haben jetzt ein Seil. Noch eine Wache. Hier wimmelt es ja nur so von diesen Halunken. Eine direkte Konfrontation sollte ich tunlichst vermeiden. Ich muss die Wache überraschen und in eine Falle locken. Okay, Freakshow, genau. Hier war das. Finde ich das immer so witzig, dass man sich an gewisse Stellen im Spiel so gar nicht erinnert. Und an andere dafür umso mehr. Die... Was? Bärtige Dame. Was? Ich hab gar nichts gemacht. Jetzt habe ich wieder die Hälfte verpasst, ne? Ich muss aufpassen, dass ich diese Kisten nicht umwerfe. Eine ziemlich wackelige Angelegenheit. Okay. Was haben wir hier? Eine Kurbel? Er sieht so aus wie eine Kurbel. Ach du Scheiße, schaut mal die Käfige und das Blut. Oh Gott, da ist jemand drin. Wolpma? In diesen Käfigen wurden Menschen eingesperrt und mit Sicherheit nicht besonders gut behandelt. Eieiei. Dieser Käfig ist nicht leer. Aber da ist kein Monster drin, sondern ein armseliger Mensch. Er ist noch am Leben. Aber kann kaum noch als Mensch bezeichnet werden. Moriarty muss ihn als Versuchskaninchen für sein Gift missbraucht haben. Wenn ich ihn freilasse, springt er mir an die Kehle.
Na, der kann mal besser der Wache an die Kehle springen, ne? Der Käfig ist mit einem Metallstab verriegelt. Man muss ihn nur herausziehen, um den Käfig zu öffnen. Okay. Ich könnte den Käfig problemlos öffnen. Aber dann würde dieser unglückselige Mann augenblicklich über mich herfallen. Na gut, das können wir dann ja bestimmt irgendwie von draußen machen, oder? Kann man das Seil da benutzen? Der Käfig ist... Nee, das ergibt nicht wirklich Sinn. Ich denke, das muss dann echt von draußen gemacht werden. So, was haben wir hier? Ich frage mich, welchen Nutzen diese Vorrichtung hat. Natürlich. An der Decke befindet sich eine Schiene, von der ein Haken herabhängt. Die Vorrichtung wird wahrscheinlich zum Transportieren schwerer, sperriger Lasten verwendet. Okay, also hier brauchen wir definitiv die Kurbel. Die Kurbel ist da, wo sie hingehört. Der Haken befindet sich nun über dem Käfig des bemitleidenswerten Mannes. Okay, will er den... Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Will er den Käfig da irgendwie nach oben ziehen dann? In diesem großen Aquarium wurde die Hauptattraktion des Jahrmarkts präsentiert. Jetzt ist es leer. Oh, das war wohl eine Meerjungfrau, so wie es hier eine aussieht. Eine Meerjungfrau. Poseidons Tochter. Ja, natürlich. Ganz bestimmt war da eine echte Meerjungfrau im Tank. So, da kann ich doch jetzt das Seil dranhängen. Funktioniert das? Mal eben schauen. So, das Seil ist festgemacht. Sehr schön. Das ist aber jetzt hier nicht befestigt, ne? So kann ich den Käfig von draußen öffnen, ohne ein Risiko einzugehen. Alles klar. So, hätten wir das erledigt. Ob noch was mit den Flaschen ist, weiß ich gar nicht. Und ich weiß auch nicht, ob die Wache das jetzt hört. Weil die war doch relativ weit weg, ne? Noch eine Wache. Ja. Hier wimmelt es. Ja, das hatten wir schon. Die ist da hinten, die Wache. Ob das jetzt hier was bringt? Noch eine Wache. Ja. Ich weiß. Ich wollte doch jetzt hier wieder zurück. Na gut, wenn der Typ dann da total drin rumspringt. Der Käfig ist mit einem Metallstab verriegelt. Man muss ihn nur herausziehen, um den Käfig zu öffnen. Ja, dann mach das doch. Ich könnte den Käfig problemlos öffnen. Okay. Der Käfig... Nee, irgendetwas fehlt noch. Seitenschneider? Der Käfig ist mit... Man muss ihn nur herausziehen. Ja, ich glaube, das Problem ist, dass wir die Wache erstmal anlocken müssen, ne? Sonst wird das nicht so einfach funktionieren. Aber wie machen wir das? Also er kann ja auch nicht weiter als bis hier vorne, ne? Noch eine. Ja, da kommt schon direkt der Dialog. Das heißt, da hinten muss ich mich gar nicht umschauen. Ist denn hier noch was? Nein. Okay. Dann habe ich vielleicht was übersehen. Kann ich das nochmal bedienen? Nein, funktioniert nicht. Nee, das hatte ich auch schon. Das hatte ich auch schon. Mit den Flaschen. Diese Kisten wurden achtsam übereinander gestellt. Ja. Taschenmesser, nee. Diese Kisten. Achtsam übereinander gestellt. Gut, die Lupe ist ja jetzt auch grün, ne? So nach dem Motto, wir haben da alles gesehen. Aber ich dachte halt, dass wir hier vielleicht erstmal ein bisschen Lärm machen. Er ist noch am Leben. Okay. Aber kann... Wenn ich ihn freilasse, springt er mir in die Kehle. Wie können wir noch auf uns aufmerksam machen? Beziehungsweise auf ihn aufmerksam machen? Okay, da geht's nicht hin. Noch eine Wache. Ja, da geht's nicht hin. Ist hier unten vielleicht noch was? Oder habe ich in einem anderen Zelt was übersehen? Ach, Moment. Mir fällt gerade ein, irgendwo auf der anderen Seite war auch noch eine Telefonleitung oder so, ne? Wobei ich jetzt gerade nicht weiß, ob uns eine Telefonleitung da weiterbringt. Wir können hier nirgendwo rein. Da geht's auch nicht rum. Hier war das, ne? Einfach nur mal komplett durch das Zelt. So. Da konnten wir nicht hoch. Hier war auch nichts. Genau, hier war die Leitung. Eine Telefonleitung. Interessant. Sie kommt aus diesem großen Gebäude. Ja, aber das bringt ja nichts. Moment. Seitenschneider. Eine Tele... Nee. Dann wäre das ja auch nicht grün.
Dann wäre die Lupe ja auch nicht grün. Also, irgendwas haben wir übersehen. Oder kann ich... Moment. Das hier hatten wir auch schon. Nee, Seitenschneider und das Kombinieren ergibt auch absolut gar keinen Sinn. Wir hatten hier drin einen Arzneischrank. Ich meine, mich erinnern zu können. Aber ich glaube auch, dass wir den geöffnet haben, oder? Ich guck noch mal eben kurz. Ja, den haben wir geöffnet. Achso, da war Ether drin, ne? Stimmt. Die Zellen sind alle zu. Und da kannst du auch immer noch nicht rein. Seitenschneider. Ich habe aber jetzt auch nichts gesehen, was man mit einem Seitenschneider irgendwie bedienen könnte. Weil bedienen jetzt ein doofes Wort ist. Hier ist sonst auch nichts mehr. Pass mal auf, da beim Feuer, wo es so hell ist. Da vielleicht was? Nein. So. Der Käfig ist mit einem... Ja, ja, aber warum... Wenn ich mal nichts auswähle, lag es vielleicht daran... Der Käfig ist mit einem Metallstab verriegelt. Okay. Man muss ihn nur herausziehen, um den Käfig zu öffnen. Ach, Leute, ich bin auch blöd, ne? Ich denke, ich muss den Käfig doch irgendwie hochziehen. Obwohl, wenn ich jetzt so drüber nachdenke... Es hat ja gerade nicht funktioniert. Da stand ich ja schon hier an der Kurbel. Das ging doch nicht, oder? Wir können ja noch mal gucken. Nee, das geht nicht. Warum nicht? Also, mal eben kurz überlegen. Warum hat er überhaupt das Ganze mit dem Haken befestigt? Ach so, um wahrscheinlich von da hinten erst den Stab rauszuziehen und dann... Dann den Deckel des Käfigs aufzuziehen? Ich habe keine Ahnung. Vermutlich wurden auf dieser kleinen Bühne die Monster den Zuschauern vorgeführt. Ach, wir kommen hier doch noch hoch. Ah, okay. Ah, hier ist etwas Interessantes. Schielmanns Tagebuch. Oh, okay. Schielmanns Tagebuch. Montag, der 8. Moriarty ist hinter dem Zeitplan. Ich warte jetzt schon seit 2 Tagen auf die Lieferung, damit ich meine Forschung fortsetzen kann. Er muss sich ranhalten, wenn er will, dass ich die von ihm begonnene Arbeit fortsetze. Meine Geduld hat ihre Grenzen. Ich habe die Zeit genutzt, um diesen Ort umzustrukturieren. Eine alte Jahrmarktattraktion mit Monstern. Ich weiß nicht, ob Moriarty sich über diese Ironie im Klaren ist. Spät am Morgen haben sie mir ein Versuchsobjekt gebracht, um meine Geduld im Zaum zu halten. Einen dreckigen alten Landstreicher in guter körperlicher Verfassung. Das sollte genügen. Ich werde den aktuellen Entwicklungsstand von Moriartys Gift an ihm testen. Die Nacht bricht herein und der Test ist beendet. Wir mussten die Testperson töten. Sein endloses Gebrüll ging dem Boss auf die Nerven. Jetzt kann ich verstehen, warum er einen Genie wie mich braucht, um seine Forschung voranzutreiben. Die Testperson geriet in einen derart extremen Zustand geistiger Verwirrtheit, dass sie völlig unkontrollierbar wurde. Der Kerl verstand nicht einmal die einfachsten Befehle. Bis zum erwünschten Resultat ist es noch ein weiter Weg. Dienstag, der 9. Die Lieferung ist immer noch nicht eingetroffen. Aber es gibt auch eine gute Nachricht. Mir wurden 2 weitere Testpersonen gebracht. Ein Mann um die 50, dünn, behaart und ohne Zähne. Und ein jüngerer Mann, jedoch genauso abstoßend. Man sollte uns dafür danken, dass wir Schmarotzer wie diese von der Straße wegschaffen. Mittwoch, der 10. Mitten in der Nacht rissen mich Schreie und Gelächter aus dem Schlaf. Die Geräusche schienen aus dem Kuriositätenkabinett zu kommen. 2 von Moriartys Männern waren völlig betrunken und haben die 2 Testpersonen in den gleichen Käfig gesteckt, nachdem sie ihnen die Schale mit dem Gift eingeflößt hatten. Sie hatten ihren Spaß dabei, auf den Kampf Wetten abzuschließen. Ich habe mich sofort aufgemacht, um den Boss darüber in Kenntnis zu setzen. Wir dürfen nicht so verschwenderisch mit unseren Versuchsobjekten sein. Ihr Gesichtsausdruck hat mir gefallen, als sie wenige Stunden später aufwachten, anstelle der Landstreicher im Käfig. Das muss der schlimmste Kater ihres Lebens gewesen sein. Donnerstag, der 11. Die Lieferung ist endlich eingetroffen und nun habe ich alle benötigten Substanzen, um Moriartys Gift modifizieren zu können. Das erste Experiment ist einfach. Ich werde lediglich ein paar Tropfen meines berühmten Willensbrechergifts herstellen
und mit Moriartys Gift vermengen. Dann werden wir sehen, ob es reicht, um die Testperson zu willigen, Befehlsempfängern zu machen. Das Experiment ist fehlgeschlagen. Die Testpersonen hatten nicht einmal Zeit, sich gegenseitig umzubringen. Sie starben weniger als 30 Sekunden nach Einnahme des Gifts. Die Wirkung beider Gifte ließ sich nicht so kombinieren, wie ich es mir erhofft hatte. Andererseits sollte ich mir die Dosierung dennoch merken. Ein Gift, das so schnell wirkt, kann man eigentlich nicht als Fehlschlag bezeichnen. Boah, wie krass. Freitag, der 12. Ich habe die ganze Nacht an der zweiten Dosierung gearbeitet. Dieses Mal habe ich die Curare-Substanzen auf andere Weise destilliert, um ein weniger wirkungsvolles Derivat zu gewinnen. Außerdem habe ich Moriartys Gift modifiziert, auch wenn ihm die Idee nicht sonderlich gefallen hat. Deswegen musste ich improvisieren. Ein weiterer Fehlschlag. Die Testperson starb zwar nicht sofort, war aber ebenso unkontrollierbar wie die anderen. Der einzige erwähnenswerte Unterschied lag darin, dass sich die Wunden und Hautgewebschäden nach Einnahme des Gifts verschlimmerten. Aber das spielt keine Rolle. Schließlich sind wir nicht hier, um zu heilen. Moriarty assistierte mir bei dem Experiment, sagte jedoch nichts und verließ danach wortlos das Gebäude. Er war nicht zufrieden und wird wohl langsam ungeduldig. Samstag, der 13. Moriarty versteht überhaupt nichts von der Materie und wagt es, an meinen Fähigkeiten zu zweifeln. Er war jedoch derjenige, der mich geholt hat, um sein Gift zu modifizieren. Wochenlang hatte er ohne mich keinen Erfolg und jetzt will er, dass ich es in 2 Tagen schaffe. Wir haben darüber hitzig diskutiert, aber schlussendlich musste er zugeben, dass ein Chemiker sich nun einmal den Gesetzen der Natur beugen muss. Die Natur gibt dem Menschen den Rhythmus vor und nicht umgekehrt. Ich habe mit einer anderen Dosierung experimentiert. Diesen dritten Test kann man nur teilweise als Fehlschlag bezeichnen, denn dieses Mal änderte sich mit dem Abfall des Blutdrucks der Zustand der Testperson. Punkt. Innerhalb weniger Sekunden wurde der aggressive Kerl komatös. Ich glaube, wir kommen der Lösung langsam näher. Sonntag, der 14. Moriarty will nicht länger warten. Heute Morgen hat er mir offen gedroht. Wenn ich es nicht schaffen würde, innerhalb von 2 Tagen das erwünschte Resultat zu erzielen, würde ich selbst als Versuchskaninchen enden. Dennoch, ich bin zuversichtlich. Es gelang mir, die Bestandteile seines Gifts aus ihm herauszukitzeln. Und wie ich es mir dachte, das Problem ist nicht meine Mixtur, sondern seine. Seine unfähigen Amateurtechniken haben bei der Dosierung so viele Fehler gemacht, dass ich überrascht bin, übrigens Amateurchemiker, darüber bin, wie sich mit dem Gift überhaupt eine annähernd erwünschte Wirkung erzielen ließ. Wie viel ist das noch? Ich glaube, es geht, ne? Ich habe über 10 Stunden damit verbracht, die Dosierung der einzelnen Substanzen von Moriartys Gift zu überarbeiten. Schließlich ist es mir gelungen, eine Zusammensetzung zu finden, die mit meinem eigenen Gift vermengt werden kann. Ich brauche so schnell wie möglich ein neues Versuchsobjekt. Ich kann es kaum noch erwarten, das Ergebnis meiner letzten Forschung zu begutachten. Es hat funktioniert. Ihr Gift war einfach zu stark. Ich habe die Dosierung geändert und die Testperson erwies sich als absolut gehorsam und weniger aggressiv. Gut, er hat seine eigenen Hände abgebissen, aber nur, weil wir es ihm gesagt haben. Es war das erste Mal, dass ich Moriarty habe lächeln sehen. Wir haben unser Ziel erreicht. Moriarty könnte von nun an jederzeit einen Großteil der Londoner Bevölkerung vergiften. Dass die Wahl auf Whitechapel gefallen ist, macht Sinn, denn dort hungern die Menschen am meisten. An einem bestimmten Zeitpunkt werden diese tausenden zerlumpten Unruhestifter über die Stadt herfallen und das schlimmste Chaos anrichten, das Großbritannien jemals erlebt hat. Nichts und niemand wird diese wild gewordene Horde aufhalten. Diese Welle der Zerstörung wird so lange anhalten, bis der Boss die Macht an sich gerissen und diesen pathetischen Clown Woodville auf den Thron gesetzt hat. Danach wird sich die Sache von selbst erledigen. Ich habe das Gift so dosiert, dass die Wirkung für 48 Stunden anhält. Danach wird dieses Ungeziefer seinen Opfern mit ins Grab folgen. Montag, der 15. Von nun an sollte es mir möglich sein, dieses wunderbare Gift in großen Mengen herzustellen. Moriarty hat seine Männer angewiesen, die Lagerhalle umzubauen. Sie ist der perfekte Ort für unser Vorhaben und auf dem Dachboden befindet sich sogar ein riesiger Tank. Der Boss suchte mich höchstpersönlich auf, um mir einen Teil des Geldes zu geben, das mir für meine Arbeit versprochen wurde. Den Rest bekomme ich, wenn sein Plan in die Tat umgesetzt wurde. Schon bald werde ich in Geld schwimmen. Was für ein schreckliches Tagebuch. Hans Schielmann ist das einzige echte Monster, das jemals auf diesem Jahrmarkt war. Eieiei. Ja, chemische Substanzen. Schon echt krass, so chemische Substanzen.
Gibt's hier sonst noch was? Schublade. Was haben wir hier? Noch mehr zu lesen, ist das sehr viel? Moment mal, eben gucken. Nee, das kriegen wir hin. Meine lieben Freunde, wie ihr alle wisst, endet leider nächste Woche unser gemeinsames Abenteuer. Ich bin kein guter Redner. Wenn man sich einmal verliest, dann verliest man sich immer, ne? Weswegen ich mich kurz fasse. In all den Jahren, die wir hier gemeinsam verbracht haben, sind wir zu einer Familie zusammengewachsen. Ich werde euch alle sehr vermissen, aber bevor der Jahrmarkt schließt, haben wir noch eine letzte Woche Arbeit vor uns. In dieser Zeit wünsche ich mir von euch, dass ihr euer Bestes gebt, damit uns die Öffentlichkeit niemals vergessen wird. Bevor sich jeder wieder an die Arbeit macht, hier die Aufgabenverteilung für die Woche. Roger, Reinigung des Aquariums, Alice, Küche, Tom, Schädlingsbekämpfung, Martha, Aufbewahrung des Schlüssels, Keith, Instandhaltung der Lastenschienen und Käfige. H. Ferguson. Die bärtige Dame hat den Schlüssel dieser Ausstellung. Interessant. Okay, aber wo ist die bärtige Dame? Wo ist die bärtige Dame? Da ist das Plakat. Ach, vermutlich da drunter, ne? Das hier könnte interessant sein. Oh, was ist das? Das hier... Das könnte interessant sein. Moment. Seitenschneider mit dem Taschenmesser? Da haben. Die Falle ist vorbereitet. Jetzt muss ich nur noch die Wache in das Kuriositätenkabinett locken. Ach, sehr schön. Jetzt wird es funktionieren, aber... Kann ich auch hier was rausnehmen? Das wollte ich nicht. Das hat die Wache sicher gehört. Ich muss hier schnell raus. Okay. Ich wollte doch die Folge beenden. Die Wache ist drin. Ich muss die Tür verriegeln, und zwar schnell. Okay, machen wir aber in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Bis dahin. Tschüss.